Ja, wir sind am 16.08 Uhr zu einem Brandverdacht in die Schmidtstraße alarmiert worden. Nach erster Erkundung hat sich festgestellt, dass ein Elektrobrand war. Wir haben dann umgehend gesehen, dass rund um die Dachziegeln Rauch aufgestiegen ist. Wir haben dann erste Löschversuche mittels Atemschutz und Hohlstrahlrohr probiert. Wir haben leider keinen Löscherfolg gehabt und es war die Sicherheitsfrage, sollen wir löschen oder nicht, weil die Elektrizität noch nicht angeschaltet war. Wir haben dann auf den Energieversorger gewartet, der hat dann die Leitung abgeschaltet und dann ist unmittelbar danach mit den Löscharbeiten begonnen worden. Waren Personen zu dem Zeitpunkt in Gefahr, wie Sie gekommen sind? Es waren keine Personen und keine Tiere in Gefahr zu keinem Zeitpunkt. Wie viele Feuerwehren waren jetzt insgesamt im Einsatz? Es waren gesamt 12 Feuerwehren im Einsatz. Es war so, es ist gleich beim Eintreffen Alarmstufe 1 ausgelöscht worden. Nach kurzer Zeit, nach einer Durchzündung, haben wir dann Alarmstufe 2 ausgelöst. Aus dem Grund, dass die Wasserversorgung schwierig war. Wir haben eine 800 Meter lange Relaisleitung aufbauen müssen. Ja.